Hallo Freunde und alle, die es noch werden wollen, wie ich immer sagen, zur Pflege. Oder Pflege doch zu sagen. Das ist immer so eine verschiedene Formulierungsweise. Zurzeit geht es wieder mal ganz rund. Und zwar nicht nur, dass der Mobile World Congress in Spanien stattfindet, es gibt auch wieder ganz schöne Bedrohungen. Jetzt, das sind nicht unsere Computer draus, sondern das Vorgerät dazu, nämlich die Router. Von AVM haben wir das schon gewusst. Auch Links ist es jetzt betroffen. Dazu noch viel mehr kommen wir jetzt da gleich. Wie immer, jetzt gleich hier. Servus, Gerhard. Servus, Helmut. Gerhard, was hast du für einen Router? Haha, ich habe einen Netgear-Router. Du hast einen Netgear-Router. Mittlerweile, aber vorher habe ich einen Linksys-Router gehabt. Ja, ich habe auch einen Linksys-Router. Und jetzt hat es ja schon seit den letzten 2 Wochen immer das große Desaster gegeben von AVM. Das, also AVM ist ja der Hersteller dieser Fritzbox, Modem und Router-Sachen, dass es da ja Probleme gegeben hat. Sprich, die haben Sicherheitslücken gehabt und da wurden diverse Patches zur Verfügung gestellt, beziehungsweise warten wir nur auf andere Patches. Ja, jetzt hat natürlich vor 3 Tagen ist rausgekommen, das betrifft überhaupt keinen anderen, hat es geheißen, das betrifft nur AVM. Ui! Linksys, meine Freunde, den ich auch einen Linksys habe, Router, habe jetzt auch festgestellt, es gibt auf einigen Router einige Probleme. Dann haben mir die Wissenschaftler gesagt, es gibt auf alle eicheren Router dieselben Probleme. Das heißt, jetzt da augenscheinlich ist es so gelaufen, vermuten manche Sicherheitsexperten, dass es eigentlich das Betriebssystem, das den Markt am besten abdeckt, nämlich Windows, jetzt da schon so zugestopft ist, dass man gesagt hat, was können wir eigentlich jetzt angreifen? Weil die Sicherheitsprobleme, die jetzt da sind, speziell bei den Linksys-Routern oder auch bei den AVM-Routern, sind so ausgelegt, dass die Router selber dann Bot-Netzwerke aufbauen, aber ohne dass der Computer eingeschaltet sein muss. Also bei mir zum Beispiel rennt das Modem und der Router Tag und Nacht. 24/7/365, wie man so schön sagt. Und was passiert jetzt da? Ich weiß ja gar nicht, was der macht. Nicht? Also wenn sich da in den Linksys-Router jetzt da was einsetzt, ein Virus, ja, der dann kontinuierlich ein bisschen was nachlädt, einmal von da und einmal von dort, und dann bastelt er sich auf einmal einen kompletten Controller quasi zusammen für das Botnetzwerk, verschickt mein Router über mein Modem, natürlich irgendwelche Spams und was weiß ich, was die das alles brauchen, und dann fängt da irgendwo Bitcoin zu grabbeln. Jetzt sagt man natürlich, mein Gott, da kommt der eine oder andere auf die Idee, die haben ja gar keine Leistung, dass die Bitcoin grabbeln. Ja, einer nicht. Eine Million schon. Die haben die Leistung von 1 Million und auch das geht Die ja. 24 Stunden laufen, ne? Ja, richtig, Ist ja und du immer das was gar nicht Problem. merkst. Und normalerweise konfiguriert man den Router einmal oder überhaupt nicht, weil man eh vom Provider bekommt. Und ja, wie du richtig sagst, dann läuft er die ganze Zeit und tja, jeder kann darauf zugreifen, der Ja, gerade vorbeikommt. das ist ja die Problematik. Es gäbe natürlich, meiner Ansicht nach, beziehungsweise nicht nur meiner Ansicht nach, gibt es auch noch die Möglichkeit, dass man ein alternatives Betriebssystem drauf rennen lässt auf den Router, nämlich dieses Wenn es der Hersteller zulässt. DT-RWT. Ja, das rennt auf Linksys. Also dieses rennt eigentlich auf die meisten Linksys. Es gibt da noch ein paar andere Sachen, nämlich Tomato. Das ist also Free Software. Man weiß aber allerdings nicht, wie gesagt, wie immer bei den Free Software. Ja. Ob die nicht selber auch, sage ich jetzt einmal, das Türl öffnet.
Oder ob's nicht auch gleich kontaminiert werden oder, ne? Das ist halt die Problematik, ne? Also da muss man jetzt aufpassen. Also wie gesagt, man sollte sich speziell, wenn man Lynx ist und AVM Zumindest immer die betreibt, letzten Firmware-Patches holen. die letzten Firmware-Patches holen, wird es auch tun. Aber ja, ich bin gerade ganz Dings da. Miro hat sich gerade entschlossen, sich abzudaten auf eine neue Version, unser Podcatcher. Und das natürlich hier auf meinem Anzeigegerät, das ich eigentlich jetzt brauche, aber das so langsam ist, dass ich nicht einmal mehr die Maus bewegen lässt. Also werden wir mal diese Version stoppen. Aber ich übergebe in der Zwischenzeit das Mikrofon an dich. Du hast ja auch noch ein paar Neuigkeiten. Vielleicht gelingt es mir dann, meinen uralt Laptop wieder in Schwung zu kriegen. Also. Also wie schon angedeutet oder vorher angekündigt, hat ja dieser Mobile World Congress in Barcelona mittlerweile begonnen. Und da zum Beispiel also der Nokia Chairman, der liebe Stephen Elop, bekannt gegeben, dass Nokia auch Android-Handys jetzt erbaut. Und Android-Handys in dem Sinne, dass man zwar Android drauf laufen hat, das Aussehen aber eher schon nach Windows 8 ausschaut mit Kacheln. Man hat keinen Google Play Store drauf. Und die Frage natürlich ist, nachdem ja Nokia eigentlich an Microsoft verkauft ist, wie lange das denn so bleibt, also bis dann doch Windows 8 Phone oder wie sie das dann nennen möchte, da drauf läuft und nicht mehr das Android drauf lauffähig ist. Und man hat aber immerhin schon das Skype vorinstalliert und Bing als Suchmaschine einmal vorgegeben. Also irgendwie ganz ist also Microsoft eh nicht ausgeschlossen aus dieser Android-Geschichte. Ja, es ist ein modifiziertes Android-Betriebssystem. Und es ist von Google, wie gesagt, in der Form abgekoppelt, als dass also auch die ganzen Cloud-Angebote eigentlich auf Microsoft hinzielen. Also wie wir mittlerweile alle, die ein SkyDrive installiert haben, haben sicherlich auch schon ein Mail bekommen. Das SkyDrive heißt jetzt OneDrive. Und Nokia hat natürlich auch da diese Anbindungen an eben Microsoft Cloud-Dienste eben gemacht und nicht an Google. Also kann man gespannt sein, was aus dieser Android, Microsoft, Nokia, das Ganze nennt sich Nokia X. Ja. Das, diese X-Serie quasi, da gibt es drei neue Geräte davon und die sollen eben so auf den Markt kommen, sind dort auf diesem World Mobile World Congress in Barcelona vorgestellt worden. Ja, das ist ja eine gute Sache, ja, dafür, dass das vorgestellt wurde. Jetzt ist natürlich eine ganz andere Sache, wenn man jetzt das so wie gerade bedacht, dass man jetzt gerade auffällt. Jetzt habe ich doch ein Nokia-Handy. Ohne Windows und Android. Und du hast jetzt Skype und Bing, hast du gesagt, vorinstalliert. Na gut, um eben da Konkurrenz eines auszuwischen. Es ist ja, glaube ich, kein PlayStation, kein Play Store. Android Genau. Play Store, aber es ist ja nicht nur. Ken ist mit Google, also mit dem Play Store und eben mit den diversen Cloud-Diensten, die es von Google ja auch gibt, nicht verbunden. Laut eben Aussage des Herrn Chairman. Aha. Jetzt sage ich da aber was an, das halt einmal die Uhr zu. WhatsApp! Das redet doch auf Android. Richtig. Naja, eben. Also habe ich da den Nokia X, die WhatsApp-App, die ja gerade Facebook aufgekauft Facebook wurde. gekauft wurde, ja. Ja, von Herrn Zuckerberg. Man munkelt natürlich, dass er das nur gemacht hat, um die 450 Millionen User von WhatsApp an die Daten heranzukommen auf legale Art und Weise, weil ihm ja in den letzten Jahren ja von Facebook ja die Leute eben Richtung WhatsApp davongelaufen sind. Aber sicherlich nur Gerücht.
Ja, das Gerücht kann aber durchaus möglich sein, weil du mit das aufgekommen ist, du weißt, die treiben immer in verschiedene Foren herum. Und sofort ein Forenadministrator geschrieben, weiß wer was von einer App, die was das kann, was WhatsApp kann, weil ich brauche eine Alternative. Ja, der wird nicht der Einzige sein. Da Und jetzt da gibt's kommt ja noch angeblich ein was. Schweizer Programm, was das durchwegs auch gut kann, was Aha. WhatsApp kann. Ich weiß aber, ich habe leider den Namen vergessen, aber das ist in den letzten Tagen im kolportiert worden, dass es ein Schweizer Programm gibt, was dasselbe auch kostenlos oder kostengünstig, weil ich glaube, WhatsApp ist ja, wenn man es richtig verwenden möchte, ja nicht kostenlos, sondern da muss man auch, glaube ich, einen kleinen Beitrag im Monat bezahlen. Ja, das kann ich leider nicht verifizieren. Du weißt, ich bin ja Ich auch nicht, ich hab's nicht, also. meiner Zeit sehr hinten nach. Also, da ich kein Smartphone dieser Generation habe, die entweder Android oder iOS ist, ja, habe mich das auch momentan nicht sehr beeindruckt. Und das, ja, gut. Ja, aber jetzt kommt ja das Nächste. Ne? Man darf nicht vergessen: Microsoft hat Skype gekauft. Ne? Skype ist auf Vor diesem längerer Zeit. Telefon zum Beispiel vorinstalliert. Bing ist vorinstalliert, Skype ist vorinstalliert. Und WhatsApp, heute in der großen Neuigkeiten, ab Ende des Jahres soll WhatsApp auch telefonieren können. Also direkte Konkurrenz zu Skype. Das heißt, ich habe jetzt ein Nokia-Handy mit einem Android drauf, wo ich Skype drauf habe, wo ich dann WhatsApp drauf habe. Bing, aber nicht Google. Naja. Ist auch ein bisschen ein Dings, ne? Also man sieht schon, die Wie gesagt, es Konkurrenz ist groß. könnte noch interessant werden, also wie Nokia da dann vielleicht von Microsoft doch wieder ein wenig zurückgepfiffen wird. So nach dem Motto, jetzt haben wir euch schon gekauft, jetzt müsst ihr das tun, was wir wollen. Das werden wir alles noch abwarten und noch erleben, denke ich. Nach dem guten alten Motto wird es halt schon da, oder? Richtig, Ja, na, das so kann ist durchaus das. sein, ja. Ja gut, zahlt dann ja viele. Was ist Apple? Apple will sich ja auch schon wieder was kaufen. Was hast du gesagt, wollen sie die kaufen? Ich glaube, das haben wir unlängst einmal gesehen auf Naja, der ich Messe, denke, gell? wir haben da unlängst ja von der Elektromobilität ein wenig gesprochen und auch die Firma Tesla, auch bei unserem Besuch auf der Autoshow in Österreich da wenig ins Bild gebracht und es verdichten sich jetzt die Gerüchte, dass Apple Tesla kaufen möchte, will, soll. Und dazu haben sie, sage jetzt einmal, die Kleinigkeit, laut eben Analysten wäre das quasi durchwegs leistbar, weil sie die Kleinigkeit von 160 Milliarden US-Dollar an liquiden Mitteln hätten, mit denen sie eben Tesla aufkaufen könnten. Und das Gerücht verdichtet sich jetzt, weil es ist vor circa einem Jahr steht hier. Bereits hat ein Analyst, also Apple eben vorgeschlagen, sich eben der Automobilindustrie mehr zu wenden und eben solle sich von Smartphones, Uhren und Fernsehen hin zum Automarkt orientieren. Gut, inwiefern das Apple also wirklich tut, aber ich denke also ein iTesla oder wie man das dann nennen würde, dieses Auto Tesla. könnte durchwegs also für Verkaufszahlen sorgen, sage ich jetzt einmal. So wäre nicht so schlecht, ne? Wenn ich dann mein iPhone im iTesla habe, In mit dem Schwung. iPad dann unterwegs bin. Ja, kann ich da mit iPad zum Tesla surfen. Ne? So. Ja, Vielleicht wie gibt auch es da immer. unten so Ventilatoren aus Hufakraft und so. Naja, was weiß man. Ja, Ja, da, der also. iCopter wäre ja vielleicht ja auch noch denkbar, ne? Ja, das ist immer Aber schon ein den bisschen Einkopf. größer und weiterdenken. Naja, den Einkopf, da können wir schon so machen. Aber ich weiß ja nicht, du wohnst da, glaube ich, auch nur im dritten oder vierten Stock. Ich weiß, sonst war er nicht zu dir gekommen Sechsten. und hätte ihn hergekommen und hätte den Draht und beim Fenster rausfallen lassen. Ne? So, naja, aber das war halt wahrscheinlich ein einmaliges Erlebnis gewesen. Ja, das ist ja. Ja, nein, also jedenfalls ist die Gerüchte verdichten sich, dass Apple den Tesla kaufen will. Gut, aber wir wissen ja, Ob das Apple, tatsächlich kommt, wie ob, gesagt. Also. wollte ich gerade sagen, ob das kommt, ja. Ja. Weil Gerüchte gibt es ja bei Apple immer viele. Es hat ja immer geheißen, es kommt jetzt ein ganz neues Produkt bei der Produktvorstellung. Ja, die. Ich meine, auf der anderen Seite war das natürlich schon eine Sache, weil was kennen sich alle Leute? Ja, da kommt der Uli oder ein neues Handy
Oder vielleicht kriegen wir jetzt endlich einen großen Fernseher, nicht? Da wird sich Apple wahrscheinlich gar nicht mehr damit auseinandersetzen, glaube ich, mit einem Fernseher, zumindest zur Zeit nicht, meiner Ansicht nach, weil den werden auf jeden Fall 4K warten, nicht? Weil Apple hat ja immer gesagt, wir sind Vorreiter. Und heutzutage, ich meine, ja. Der Vorreiter kauft 4K, obwohl, wie gesagt, ja, das haben Oder wir auch schon gleich ein besprochen, 8K. ja, die Software, sage ich jetzt einmal, also sprich Filme und anderes, ja, nur in homöopathischen Dosen im Augenblick erhältlich ist. Aber Ja, das war das ja soll schon immer natürlich so, die nicht? sogenannten Early Adopter nicht hindern, ihr Geld da in innovative Technologie zu investieren. Ja, das war schon immer so. Und außerdem, ich meine, diese homöopathischen Dosen werden ja auch immer mehr, nicht? Also, Ja, natürlich, das ja, ist. alle dran jetzt an Die Zukunft Netflix, geht das dorthin. neue House of Cards, die neue Staffel ist im 4K-Draht. Alle Filme werden im 4K-Draht. Sogar der Ryan Connolly und so hat jetzt da gesagt, seines Zeichens Kurzfilmemacher und Low-Budget-Filmer. Ja, also jetzt, du weißt, in Amerika hat ja diese Kurzfilme haben ja wesentlich mehr Bei uns die Historie wie Kultur bei halt noch nicht uns, so ja. entwickelt, ja. Ja. Und ja, auch der filmt mit RED-Kameras in 4K. Ne? Braucht natürlich entsprechende Verarbeitungsgeschwindigkeit und versprechende Speichermöglichkeit. Möglichkeiten und Computer. Hat sie aber jetzt, da muss man sagen, als eingefleischter Apple Anwender vom Apple abgewählt, weil er gesagt hat, ich bin nicht dem, das geht nicht. Ich kaufe mir nicht einen Mac Pro, du weißt, ein Freund von uns hat den auch schon jetzt ewig bestellt, der kostet Bestellt richtig, ja. 10.000 Dollar. 10.000 Dollar. Und dann haben wir uns gekriegt, dann die schwarze Bierdosen, eine Maus und eine Tastatur. Ich habe ja nicht einmal einen Monitor dabei. Ja? Und dann, was habe ich gemacht? Ich bin gegangen und habe gesagt, okay, weil das Adobe Premiere CS6, das ja 4K verarbeiten kann, es gibt ja jetzt auch schon, weil ja viele Leute sagen, da gibt es ja nichts und so, da kann man nichts machen. Ja, du kriegst bei Pearl auch schon Programme von, was weiß ich, für den Heimbereich um 99 Euro. Die können 4K und arbeiten mit der Grafikbeschleunigung, mit der Grafikengine, mit der Grafikkarte. Ja, oder mit OpenCL, ja, und solche Sachen. Also, das ist, Das viele sagen, Arbeitsmaterial ist da, aber wie gesagt, das Filmindustrie Material ist ist noch eben im da. Augenblick noch dran, uns mit den Blu-rays abzuzocken und wird so lange sicherlich das 4K hinauszögern, bis halt die Lager von den DVDs und von den Blu-rays einigermaßen geleert sind, vermute ich mal. Ja, na klar, ich meine, dann kommt dasselbe Theater wieder. Du weißt, ich bin ja großer Fan, ja, von historischen, sprich Kriegsfilmen, ja. Und wir haben erst jetzt am Wochenende Geburtstag gefeiert, du und ich. Und auch unser Freund, der noch auf seinen voll ausgebauten Mac Pro wartet, in der Preisklasse 10.000 Euro. Ja, dann kommt das jetzt, da gibt das einmal auf Blu-ray, nicht? Aber das ist jetzt ein Film aus den 60er Jahren, jetzt sage ich alle, da bin ich ein Film aus den 60er Jahren. Ja, und liebe Freunde, aber die Auflösung von einer Blu-ray ist noch immer unter dem, was der Film aus den 60er Jahren schon auf das Zelluloid Celluloid. gebannt hat, nicht? Also, ich habe ein Das ist eine Blu-ray von. Sache, eben den wieder richtig abzutasten, eben vom Original und nicht irgendwie hochzurechnen von Das ist irgendeiner richtig, ja. Miesenabtastung. Ne? Das Das ist ist richtig, ne? halt. Also das ist richtig, aber man sieht das hat sehr wohl einen Unterschied immer selber da. Aber da gibt es ja so einen lustigen Film, das heißt Hogan's Hero im Original, beziehungsweise Stoß drum Gold mit Clint Eastwood und Donald Sutherland und so. Also ich habe den gesehen, auf VHS habe ich den gehabt, auf DVD habe ich und jetzt habe ich auf Blu-ray. Und es ist eine wesentliche Qualitätssteigerung, jedes Mal merkbar. Ja? Obwohl das auch. Eine Sache war, die zwar von, was weiß ich, glaube, von Metacoldwyn-Mayer zu produzieren war, aber eigentlich im 68er Jahr, naja, ein Farbfilm mit Stereo da unten, nicht? Und, aber sehr lustig und unterhaltsam, nicht? Und man sieht zwar qualitätsmäßig eine Steigerung. Natürlich gibt es auch billige Blu-ray, die werden billig runterabselt oder ganz einfach von der DVD VHS-Kassetten, das hochgerechnet. einfach hochgerechnet, genau, ja. Hochgerechnet, nicht? Dann gibt es natürlich auch wieder Blu-rays, meine Frau als Fan von Winde verweht, habe ich schon vor 2 Jahren eine Blu-ray gekauft. Da hat es eine Blu-ray Edition gegeben, die gibt es auch heute noch. Und da haben alle gesagt, das ist ein Wahnsinn. Na klar, die haben damals, das muss man dazu sagen, in die 30er Jahre, nicht auf einen Film aufgenommen, sondern auf drei. RGB.
Also es gibt drei negative, das eine für rot, das eine andere für grün, das andere für blau. Und die haben alle drei negative per Laser abgetastet. Die negative gibt es nämlich noch, voll erhältlich, ja, also Gehabt. vollständig erhalten. Und haben alle drei per Laser abgetastet und haben die dann erst zusammengemischt, und zwar per Hand und mit Computerunterstützung. Nicht Computer mit Handunterstützung, wenn ich das nicht geht, sondern eigentlich, ja. Und was gesagt haben, es gibt jetzt größere Szenen, wo man wissen, das funktioniert. Da kommt der Computer zum Einsatz und stiftet mal alles. Dass der natürlich auch ein bisschen was kostet, ist auch gut. Den kriegst du halt nicht um 99, vielleicht jetzt, 2 Jahre später. Aber der hat halt damals 49,90 oder 69,90 gekostet. Ich weiß es nicht. Aber alle, da gibt es ja Spezial. Heftel dazu und so, und die haben ja alle gejubelt, was das für eine Wahnsinnsqualität ist. Natürlich ist der ein 4 zu 3. Logisch, Originalformat. 35 mm. Ja, das nur jetzt wieder mal eine kleine Abweichung in dem Bereich. Ja, wie gesagt. Aber ich meine, was hat das eigentlich für Auswirkungen? Was erwartest du für Auswirkungen, um jetzt da zu den Apple und Tesla zurückzukommen, wenn man Apple Tesla kauft? Ich meine, ja, mehr Geld steckt vielleicht dahinter. Wie gesagt, Apple eine innovative Firma, Tesla eine enorm innovative Firma, also kann eigentlich nur gut gehen. Apple kann dann die überzähligen iPads als Display in den Tesla einbauen. Der hat ja irgendein, glaube ich, 15 oder 17 Zoll Display in der Das was man Mittelkonsole drinnen. No? da, ich glaube, Da das kann man ist das sogar noch größer. Retina-Display vom Apple also gut verbauen, und wenn man dann so ein Apple Mac Pro oder so als zentrale Steuerstation in den Tesla einbaut, klingt doch nicht schlecht. Wie Da gesagt, also brauchst du aber iTesla wäre also ein durchwegs innovatives Fahrzeug. der Also. hätte aber dann, der hätte aber dann ein gröberes Problem, glaube ich, mit der Stromversorgung. Also Ja, momentan macht ja der wieso? Tesla 300 Meilen, was so heißt, am Stück, bevor Stimmt. er den nächsten Supercharger, der, wie wir wissen, bei uns in St. Anton steht, ja, Immerhin. erreichen muss. Ich glaube, wenn er da ein Mac Pro eine, dann hat er sich um ein Drittel, um 2 Drittel reduziert auf 100 Meilen, nicht? Weil man der dann als zentrale Einheit fungiert, nicht? Wieso? Da wird einfach der Rücksitz ausgebaut, damit ist weniger Gewicht drin, damit kommt er wieder weiter. Also ist doch kein Problem, oder? Der Mac Pro hat ja nicht so viel Gewicht, aber er braucht so viel Strom. Aber die Nicht? Insassen hätten viel Gewicht, und damit würde das Auto auch eine weniger Reichweite haben. Nicht? Und wenn ich weniger Insassen habe, hat das Auto eine höhere Reichweite. Das ist richtig. Da kannst du mal jetzt auch davon ausgehen, nachdem wir das hier relativ niedrige Autos sind, da sitzen sie so leicht wie jene deine, weil sie gar nicht reinkommen. Also sind die sowieso schon leicht gewichtiger. Ne? Aber Ja! nächstes Jahr kommt das Modell X heraus, das ist dann größer und hat dann einen Doppelelektroantrieb, wenn man die TeslaMotors.com-Seite sich anschaut, Was du schon wieder warst, du alles? ist da einiges noch im Busch. Bestellen kann man ihn schon. Gegen eine schwache Anzahlung von 4.000 Euro ist man nächstes Jahr, weil der wird spätestens 2015 ausgeliefert oder frühestens 2015 ausgeliefert, ich korrigiere mich, dann hat man durchaus ein auch geländetaugliches SUV-Elektrofahrzeug. Gut. Naja, werden wir mal sehen. Ich meine, ich warte dann auf die XXL-Variante. Ja, der X, der ist schon groß. Also das ist, wie gesagt, ein SUV, der ist gleich mal ein paar Zentimeter höher als das aktuelle S-Klasse-Modell. Wie gesagt, TeslaMotors.com kann man sich sogar schon Fotos oder Animationen anschauen. Na bitte, Ist durchwegs nichts wer mal tun? uninteressant. Wer Was mal aber tun? viel interessanter ist, was du nur im Nebensatz erwähnt hast, wenn ich das auch gleich da anbringen darf, ist, Bitte. wenn man dann vorhätte, so ein Elektroauto zu kaufen, ist immer gescheiter, man lebt am Land und hat ein Haus, wo man quasi selbst für die Elektroinstallation sorgen kann, weil in Wien, aber wenn man zum Beispiel bei der Sozialbau, so wie ich, wohnt, Du hast dich da hat man informiert, ja. ein bisschen ein Gurkel, weil es ist ja so, dass ja die Elektroautos durchwegs ja nicht so uninteressant wären, weil ja darauf laut Aussage vom Verkehrsministerium keine Nova berechnet wird. Weil wir wissen ja, mit 1. März ist ja mittlerweile auch im Nationalrat beschlossen, eine ziemlich massive Nova-Erhöhung und auch eine massive Steuer, Kfz-Steuererhöhung. Und dazu muss man wissen, also für so ein reines Elektroauto wie den Tesla zahlt man weder Nova noch Kfz-Steuer, weil Kfz-Steuer auf EVs, also auf Elektro-Vehicles, nicht eingehoben wird, auch laut
Aussageverkehrsministerium von heute. Und da wäre es halt vielleicht nicht uninteressant, sich so ein Elektroauto zu kaufen, weil gerade für den Stadtverkehr, wo ich also sicher keine 300 Kilometer am Stück fahren muss, wäre es ja ideal. Man stellt sich ein Elektroauto in die Garage, fährt in die Firma, fährt wieder zurück, steckt es an und am nächsten Tag ist das Ding wieder geladen. Ja, nur wie gesagt, in einem Gebäude der Sozialbau sollte man da nicht wohnen, weil die Sozialbau gibt auf Anfrage, das habe ich gemacht, weil es hat mich, wie gesagt, einmal interessiert, nur bekannt, leider ist Ihr Wunsch derzeit nicht realisierbar, da einige Adaptionen unter anderem betreffend Lüftung, Elektroauto, Lüftung, na gut, vorgenommen werden müssten. Sobald die Technik des Elektroautos auf dem E-Antriebssektor seitens der Autohersteller ausgereifter ist, ich weiß nicht, wie ausgereift er außer beim Tesla, so ist ein Novian, wird die Sozialbau AG sicherlich umdenken müssen, wird umdenken Müssen. müssen, Konjunktivität vom Konjunktiv oder sowas, also meine Deutschprofessorin wird mir jetzt wahrscheinlich innerlich verfluchen für meine grammatikalischen Ausdrücke, und Anpassungen an die neue Technologie vornehmen. Derzeit jedoch würde der Aufwand unmäßig hohe Kosten verursachen, welche die gesamte Wohnhausanlage zu tragen hätte. Na wieso eigentlich, wenn ihr einen Anschluss will, wo liegt das Problem? Dann muss halt ihr ihm zahlen. Wenn ich mir nicht leisten kann, ist wieder eine andere Sache. Aber gleich von Haus aus zu sagen, wird nicht gemacht. Na, so wird es mit der Elektromobilität da in Wien eher schwach sein, weil wer hat in Wien schon ein eigenes Haus, wo er sein eigener Herr ist? Ja, Und wenn das schon weiß die ich auch größte nicht. laut Homepage Österreichs Vermietgenossenschaft wie die Sozialbau nicht interessiert daran ist, Elektroautos in ihren Garagen zuzulassen, weil nichts anderes kann ich leider aus diesem Schreiben da entnehmen. Tja. Was soll ich dazu noch sagen? Weil es ist immer das Henne-Ei-Problem, nicht? Es wird, ich kaufe mir doch kein Elektroauto, wenn meine Genossenschaft sagt, ich darf keine Elektro-Ladestation in meiner Garage einbauen. Na, wenn ich mir kein Elektroauto kaufe, werden natürlich alle sagen, ja, es gibt ja eh so wenig Elektroautos, für was soll man Ladestationen bauen? Dumm gelaufen. Ja, wobei man bei dir du hättest das ja natürlich dann noch relativ einfach gehabt, nämlich dass das Stadion Center vis-à-vis von dir sogar Elektroladestationen anbietet. Naja, super, ne? Das habe ich im Aber für besten Vorarlberg. Fall, muss dann drüben im Stadioncenter parken. Also, Ja, da kommst du dann. ja, aber es wäre zumindest eine Alternative, da gebe ich Ja, dir recht. da müsstest du einen Parkplatz im Stadioncenter mieten und den zurückgeben und sagen: Okay, gut, dann kriegst du das, ne? Wäre eine Möglichkeit. Konkurrenz, nicht? Das stimmt, ja. Konkurrenz bestimmt das Geschäft. Na naja, gut, also das ist eine gute Idee, dass du da nachgefragt hast. Wir wissen ja, unser Herr Zoffe hat ja diese Sache auch schon einmal angesprochen, hat das allerdings dann nicht untermauert mit irgendwelchen Anfragen, das war ihm dann doch auch zu aufwendig. Aber War nicht aufwendig, ich habe einfach nur ein nettes E-Mail geschickt und da habe ich einfach nur gefragt, ja, ist es hier. prinzipiell möglich, wenn ja, mit welchem Aufwand, mit welchen Kosten ist zu rechnen? Ja, ich Ich glaube, hätte grundsätzlich schon einen elektrischen Anschluss. er ist bei einer anderen Genossenschaft oder irgendwas, ich weiß es nicht, also ob das jetzt nicht dasselbe ist oder weiß ich nicht. Er hat mit denen, glaube ich, schon öfters mal kommuniziert und gesagt, die sind so aufwendig und das stellt sich bei ihm zurzeit eh nicht die Frage. Also, es interessiert ihn halt nur. Natürlich Ja, muss. es ist natürlich, wie gesagt, also diese Sache mit der Belüftung, vielleicht gibt es wirklich irgendwelche Ja, mit Bauvorschriften diesen aus Zeiten von Dämpfen oder Maria so, glaube ich, nicht? Theresia, wo also für Elektroautos sollte ein Brand ausbrechen, irgendeine spezielle Belüftung notwendig ist. Wobei, ich weiß nicht, ja, es gibt mittlerweile auch auf YouTube ja Videos von brennenden Teslas, also die Frage ist halt nur bei einem Benziner, der zu brennen anfängt, ob da nicht auch eher giftige Dämpfe entstehen. Also gerade das Argument mit der Belüftung, was ich mir bautechnisch Gut, natürlich das mühsam glaube ich, das vorstelle. werden wir jetzt nicht lösen können, das Nein, ich Argument mit nicht. der Ist nur Entlüftung. Also wollen wir so das jetzt nicht, bei auch nicht mir. weiter Tesla-mäßig, iPad-mäßig vertiefen. Und schauen wir uns lieber an, was auf dem Mobile World Congress los ist. Ja? Weil dieser Mobile World Congress bringt ja auch immer wieder Sachen hervor, wo man sich denkt, so wunderbar. Nicht? Also, es gibt jetzt da von Asus zum Beispiel ein Telefontablet mit LTE für 250 Euro. Also zeigt Asus dort zwei neue Phonepads. Naja, diese Phonepad-Serie wird also um zwei 7-Zoll-Tablets, auch ziemlich groß zum Telefonieren, würde ich mal sagen, erweitert. Hat allerdings eben auch
Mobilfunk UMTS für 150 Euro gibt es eine neue abgespeckte Variante mit UMTS. Das neue Topmodel für 250 Euro unterstützt LTE. Muss ich sagen, also bevor man so schaut, ja, ist nichts, kann natürlich das, was man überhaupt so sagt. Nicht. Das hat einen Zweikerner Atom Z2560 auf 1,6 GHz getaktet, der Speicher wahlweise 8 oder 16 GB groß, ein MicroSD-Slot ist vorhanden, 7 Zoll Display, IPS hat 1280x800 Pixel, entspricht damit einer Pixeldichte von 216 dpi. Geblieben ist auch eine Unterstützung für 5 GHz WLAN nach 802,11 ABGN Norm. Allerdings augenscheinlich nur im 5 GHz Bereich. Das heißt also, wenn ich jetzt einen Router habe mit nur 2,4 GHz, ja, oder einen Router, der sowohl 2,5 als auch 5 GHz kann, aber nicht parallel muss ich den Router dauernd umschalten, wenn ich da sitze. Ne? Ah, Beziehungsweise das ist brauche klar. ich einen eigenen, wenn ich nur 2,4 GHz habe. Ne? Gut, aber nach dem, was für Probleme da bei den Routern sind, ist vielleicht eh gescheiter, sich gleich einen neuen zu kaufen. Ne? Ja, kostet auch ein bisschen Geld, nicht? Weil die Frage ist, ob die älteren Router, die ja noch immer existieren, überhaupt noch Firmware-Updates von der Firma Linksys bekommen. Ne? Ja. Ich warte jetzt noch drauf, ob das auch was tust du tust dann links ist. Hatte ich, Ja, ja. Ich habe aber jetzt kommt. auch Netgear, weil auch Du hast dann dieser nicht Linksys gehört. eben Ich warte nur das drauf, ob letzte Netgear dann auch Firmware-Update im davon Jahr betroffen ist. 2009 bekommen hat. Ne? Also Ja, ich warte jetzt nur drauf, ob Netgear und andere auch davon betroffen sind, weil wir wissen ja, beides links ist. Belkin selber, links ist gehört zu Belkin. Belkin. Wurde ja, links ist wurde ja damals, viele glauben, das gehört noch immer zu Cisco, von Cisco aufgekauft. Dann hat Cisco gesagt, wir konzentrieren uns doch auf unser Kerngeschäft und wir machen jetzt Videokonferenzing-Software. Also wir verschärfen dieses Konsumerprodukt, was auch das ist, links ist nicht für Cisco, wieder. Und Belkin gesagt, ja bitte, ich nehme, nicht? Gut. und nachdem alle mit Wasser kochen, ist Ja, es vorher sehr kochen zu auf. vermuten. Softwaremäßig alles meistens mit selber Wasser. Nicht? Weil da, wir haben die Software für den eh schon entwickelt, der Belkin. Viele Leute wollen lieber Belkin. Ist es selber baugleich und intern rennt dann dieselbe Maschine drin, wie am links ist. Ja. Genau, das steht zu Also ist vermuten, ne? dann das natürlich genauso anfällig. Nicht? Ja. Ansonsten gibt es wieder. Was gibt es noch? Naja, auf dem World. Man hat vorgestellt, wer hat das vorgestellt? Ein Smartphone mit 8 Kernen. Also nicht so die Kerne, die man ausspuckt, sondern 8-Kern-Prozessor. Ja, das Vico Highway heißt dieses Gerät und kann also knapp 30.000 Punkte in unserem kompilierten Benchmark Core Mark erreichen. Und konnten gemessen werden, und zwar heise.de berichtet darüber. Damit schlägt das Highway sogar das Samsung Galaxy Note 3, die mit rund 28.500 Punkten bisher die Goldmedaille gebührte. Das Single Core Benchmark lag der Wert bei rund 4.500 Punkten, also man hat es nur mit einem Core rennt. Eigentlich hätte das Highway also durchaus noch ein paar Punkte mehr erreichen sollen. Zwar wurde das Gerät nicht übermäßig warm, aber dennoch hatte der Prozessor mal zur Sicherheit heruntergetaktet. Theoretisch wären bei diesem Single-Core-Wert bis zu 36.000 Punkte möglich. Also wenn man den Single-Core-Wert auf die 8-Prozessor hochrechnet. Ja, der Marktstart dieses Ganzen steht kurz bevor. Es arbeitet mit einem MediaTek-Prozessor mit 2 GHz Taktfrequenz nach den alten ARM, also ARM7 Design. Genaue Untersuchungen, etwa ob das Highway im Kühlschrank noch höhere Punktezahlen erreichen kann, waren auf der MWC, na, diese Abkürzungen, nicht möglich. Ruckler konnten wir zumindest bei den Kurztests nicht feststellen. Das heißt also, der Marktstart steht bevor. Hat ein 5 Zoll Display mit Full HD Auflösung, HSPA Plus mit 21 Megabit pro Sekunde, Dual SIM, 16 Megapixel Kamera auf der Rückseite, 8 Megapixel auf der Front.
Und der interne Speicher ist 16 GB groß. Es gibt allerdings keinen SD-Slot. Das Ganze kommt aus Frankreich und wird zum Marktstart für kommende Woche mit 350 € beziffert. Was ich Ja, sagen das muss, ist ja ist dann gar nicht so wirklich. viel, nicht? Na, überhaupt nicht. Nicht für einen Gegenüber den 8-Kerner. Apfelprodukten wieder mal ein sehr günstiges Modell bei der Beschreibung, was das an technischen Daten kann. Also wäre es sehr überlegenswert. Ja klar, ich meine, wenn das so halbwegs robust verarbeitet ist und keine Probleme Genau. macht, sage ich mal so, ist das natürlich. Es kommt dann natürlich, was da wieder nicht gesagt wurde, ist Akkulaufzeit, das hat ja keinen Sinn, wenn ich einen 8-Kerner habe, der braucht natürlich Software, der das alle 2 Stunden Den 2 Stunden anstecken leer kann, ist, ja, das ist auch fad, ja. nicht? Ja. Naja, diese ganzen tragbaren Sachen sind ja voll im Trend, und zwar die Tablets werden ja laut MinFuture auch von immer mehr Leuten benutzt, und zwar die Zahl von Tablettennutzern explodiert regelrecht. Naja, gut, ich meine, es gibt immer mehr Serviererinnen, die nicht wirklich. Nein, das ist ein anderes Tablet, okay. Ja. Wenn man die Werbung sieht, kann man ja auch glauben, dass man das Tablett unter den Tisch als Unterleger stellen kann oder sonst irgendwas. Nicht? Der eine, der dann irgendwelche Gemüse schneiden tut am Tablett. Also man kann das Einmalig. durchaus auch für andere Dinge verwenden. Einmalig, würde ich Einmal sagen, nicht? zumindest. Einmalig, nicht? Also das mit den Untertischen wird dann irgendwann mal Krach machen und da wird auch der Gorilla im Glas sagen, ich bin ein Gorilla, aber ein ganzer Tisch muss nicht auf mir stehen. Nicht? Ja, 26%, die haben das so abgefragt, Tablets sind hierzulande kein Nischenprodukt mehr. Jeder vierte Bundesbürger verwendet inzwischen bereits ein entsprechendes Gerät. Wie eine aktuelle Untersuchung des Marktes zeigt, 26% der Befragten ab in einem Alter von 14 Jahren gab an, ein Tablet zu nutzen. Das sind hochgerechnet rund 18 Millionen Menschen. Damit hat sich die Zahl binnen der vergangenen 12 Monate geradezu explosionsartig erhöht. Vor gut einem Jahr verwendete erst jeder Achte, 13%, ein solches Gerät. Und das hat der Branchenverband Bitkom mitgeteilt, anlässlich des Mobile World Congresses in Barcelona. Damit deklassieren die Tablets die Notebooks. Wow, klar. Detaillierter und ausführlicher Bericht, wie gesagt, WinFuture unter Tablet-PC. Ausführlich zum Nachlesen. Jo, WhatsApp haben wir schon kurz erwähnt, plant jetzt noch eine Anruffunktion, falls WhatsApp ab ist und nicht wieder mal down ist, nicht? Weil das hat ja auch wieder für Gelächter gesorgt. Nicht? Also auf Facebook war ein lustiges Foto, das hat auch einer aus meinem Freundeskreis augenscheinlich selber zusammengestöpselt. Man hat den Herrn Zuckerberg gesehen oder aber mit großer Schrift, kauft sie WhatsApp, macht's gleich hin. Naja, es ist halt so, nicht? Also, da werden wir mal schauen. Ja, das Sony Xperia Z2 fängt jetzt auch schon an mit einer 4K-Videoaufnahme auf dem Tablet. Da müssen wir sich das näher anschauen. Das werden wir gleich mal machen. Das ist mir entgangen. Stand nicht in den Überschriften. Jetzt wissen wir ja alle, ich als Videofreak bin ja da das ja. Mit 4K. Sony hat auf dem Mobile World Congress in Barcelona sein neues Smartphone-Flaggschiff sowie ein neues Tablet vorgestellt. Sony macht Druck am Smartphone-Markt und hat ein halbes Jahr nach dem Spitzenmodell Z1 den Nachfolger Z2 vorgestellt. Gleichzeitig wurde auch ein gleichnamiges Tablet präsentiert, das der Nachfolger des Tablet Z ist. Ja. Deckt sich mit den Spezifikationen, bla 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 bla. Also, das Xperia Z2 kann ungefähr dasselbe und nimmt in Full HD auf. Also 1920x1080. Ich bin auf der Suche nach den Bildern. Ja, das Z1 hat nur den Qualcomm Snapdragon 800 mit 2,2 Gigahertz gehabt, das C2 ist, hat auch schon ein 801er System oder Chip ausgestattet. Ist ein Quad-Core-CPU, taktet mit 2,3 GHz, hat 8 GB Speicher,
Und der Akku bietet mit 3200 mAh mehr Kapazität als der des Z1. Ja, so das Dings, also da ist nicht viel. Wo haben wir das? Ja, Sony 801 MB, ja, das Mittelklasse. Ja, abgespeckter Sony, was auch sind keine 4K-Videoaufnahme mit dem Tablet möglich. Die Frontkamera ist mit 2 Megapixel. Also augenscheinlich wird da wieder mit irgendwelchen Tricks gearbeitet. Man sieht, das steht auf Future Zone. Das ist das Ganze mal in Ruhe, sehr umfangreich, genau durchlesen. Also umfangreicher als ich das jetzt da. Momentan, ich habe das jetzt gerade entdeckt, da wie ich schreiben kann. Handys brauchen Sendemasten. Ne? Jetzt haben die Leute schon ein Problem mit den Sendemasten. Ne? Erstens mal, jeder möchte ein Handy empfangen haben und keiner möchte einen Sendemasten am Dach haben. Ne? Jetzt sind, wie viele Leute wie Ericsson und Philips sind jetzt drauf gekommen, ja und? Dann bauen wir halt die Straßenlaternen zu Sendemasten um. Es gibt also jetzt den Vorschlag dieser beiden Firmen, dass sie Straßenlaternen zu Handyantennen, also zu Handysendemasten umbauen sollen. Ja, wie sie sich das Ja, die genauer Idee mit vorstellen, den steht auf computerworld.ch. Straßenlaternen als WLAN-Access Points, die gibt's ja auch schon gab es ja auch schon in Wien vor ein paar Jahren, nicht? Wo man gesagt hat, man baut in der Kärntner Straße die ganzen Lichtmasten auf Ja, wir WLAN-Access haben das Points auf der. um, dass man quasi eine Art Wiener WLAN-Netz betreiben kann. Man hat sich damals nicht ganz ausgelassen, ob das dann auch kostenlos oder kostengünstig sein soll. Und Ja, was hat man da WLAN-Netze gibt es irgendwie ja noch was viele. Es draus gibt ja gewonnen? eins bei uns da im Broder, gibt es eins, ne? Wie das aufgebaut ist, weiß ich nicht. Müssen die einmal nachfragen, kann man mal machen, mal schauen. Ich habe es selber noch nicht ausprobiert, weil du weißt, naja. Prater, bin in der Nähe, also wenn ich dort hingehe, habe ich was anderes tun, wie im Internet herum zum Stirn. Und dann gibt es ja ein WLAN-Netz auf der Donauinsel. Das soll ja in die dortigen Laternen schon eingebaut sein. Also ist es schon Hat okay, aber auch keinen großen Ruf. schon Also, großes Echo, nicht? Also ja, man muss entweder sich, glaube geht's ich, noch irgendwie nicht erst richtig oder es kostet. einloggen Also. und man muss sich einloggen und kriegt dann aufs Handy eine Verifikation, die muss man dann, also eine Codenummer, die muss man dann per Handy wieder zurückschicken, damit die auch wissen, wer das WLAN jetzt da verwendet, damit du dort keine illegalen Sachen herunterladst oder so irgendwas. Und glaube ich, dann wird es nach einer gewissen Zeit eh wieder gestoppt. Also, was ich damals gehört habe. Ich meine, muss ehrlich sagen, ich glaube, an vielen Leuten gingen diese WLAN-Netze vorbei. Ich meine, du weißt, wir sind hin und wieder auf der Copacabana oder wie das da heißt, oder Sunken City, beziehungsweise auf der Vis-a-vis-Seite, dort sollte das WLAN-Netz eigentlich sein. Du gehst dort hin, dort steht nirgends was. Also, schon vor 8 Jahren hat es auf Madeira in Funchal und Umgebung schon freie WLAN-Netze gegeben. Ich habe bei der Fußgängerzone, damals ein bisschen Fußgängerzone, gesagt, Free WLAN! Ja? Oder bei mir unten beim Hotel, was den Hotel natürlich auch nicht ganz gefallen hat, also ein Hotel, quasi zwei Hotelstraßen weiter, der ganze Strand, ne? Bin dann irgendwann zu den Dingen bei uns im Hotel und gesagt, ja, ist gar kein Problem. Internet haben wir, allerdings nicht am Zimmer, sondern Business nur da Center. unten, also nur da in den Kammerl, da stehen ja drei Geräte der Marke 386, sind irgendwo überblieben, ja. Und ja, das Die rennt dann übliche dort. Und das ist Ausstattung natürlich, eines dann kann das natürlich, also es kann surfen, kann das, oder E-Mail kann man schreiben und das war's dann. Und es kostet natürlich, ne? Ja, da bist du dann runtergegangen, hast dein Laptop genommen, den Laptop, das ist der, den ich da hab, den habe ich sogar mitgehabt, ja. Ist ein WLAN-Karten drinnen, ne? Jetzt bin ich mir gedacht, hallo WLAN, ne? Da ist ein Leibwarz Café aus, ich sitze bei Ende Oktober, 27 Grad im Schatten. Und dann Sonnenschirm und Surf im WLAN. Ist auch gegangen. Kein Problem. Und, was ist drauf gestanden? WLAN free. Bin zu denen gegangen und gesagt, hau ist WLAN, WLAN ist free. Passwort also not required. Du bist jetzt hingegangen und hast gesagt, bitte WLAN. Arrivederci. Und du hast gesagt, oh, rufe ich mein Firefox auf
Da bin ich im Internet gesurft, ja. Da wird dann alles, also wir sind ja ein Weltstaat, der Tourismushauptstadt, wird dann alles möglichst schwer gemacht. Und du siehst das gar nicht. Also, wenn ich jetzt irgendein Tourist bin, der sagt: Oh, it's very nice to sit at the Copacabana oder Sunken City oder alle sind begeistert. Keiner sagt dir, dass du da WLAN gibt. Warum? Weiß ich nicht, warum. Nicht? Weil du sitzt dann vielleicht nur 2 Stunden länger, nicht? Da hätten die Mieten noch ein bisschen Umsatz. Aber bitte. Ja, also ich habe da gerade die WinGVAT-Seite aufgemacht und da steht tatsächlich Wiener T Public WLAN auf der Donauinsel. Besteht hier laut Angabe dieser Seite aus 24 WLAN-Funkstationen, die zwischen Floridsdorfer Brücke und Reichsbrücke verfügbar sind. Ja, genau. Also der Ja, Reichsbrücke steht nirgendwo. auf der Höhe vom Donauturm gibt es eine ausgewiesene Ruhezone ohne WLAN, also. Es geht von Reichsbrücke bis Floridsdorfer Brücke, außerhalb im Bereich vom Donauturm. Ja, und wie schaut es aus? Wie du richtig festgestellt hast, es gibt eine kostenlose Registrierung der Handynummer notwendig. Danach erhalten Sie ein zeitlich begrenzt gültiges Passwort per SMS. Die Bandbreite und die Datenmenge sind beschränkt, um diesen Dienst möglichst vielen Nutzerinnen und Nutzern mit gleicher Qualität zur Verfügung stellen zu können. Es wäre natürlich jetzt die Frage, wie weit eben beschränkt und ja, aber Ja. so ist es. Aber dafür sind LED-Leuchten eben auf der Donauinsel und in diesen LED-Leuchten sind eben die Access Points, diese 24 Stück laut Homepage eben installiert. Gut. Immerhin. Immerhin. So. Hätten wir das auch besprochen. Hätten wir das auch besprochen? Hast du zu dem Thema dann irgendwas noch gehabt? Du hast in der Zeitung oder was wolltest du noch? Weil sonst war er Oh, eh es war eigentlich soweit eigentlich mehr fertig. Mobilität, also weil da war in der Ja, Wien.at-Seite die Zeitung, das ist diese Zeitschrift, die die Stadt Wien an alle Haushalte als amtliche Mitteilung verteilt, die ah, die Mobilitätskarte, Mobilitätskarte. ja. Das hat natürlich wenig mit WLAN zu tun, das hat nur was damit zu tun, dass sich natürlich die Stadt eben über den Umweltschutz Gedanken macht und die Jahreskarte aufwerten möchte. Ja. Wissen, die Jahreskarte ist in Wien die Möglichkeit, in der Zone 100, was ja die Stadt Wien eben ist, sämtliche öffentlichen Verkehrsmitteln um einen Preis eben im Jahr im Augenblick noch 365 € zu benutzen. Und es soll also da eine Jahreskarte Plus dann geben, eben ab 2015, die dann 370 € kosten möchte. Und was ist da dabei? Da steht eben dann drinnen, man kann also dann die Citybikes benutzen. Man kann quasi, es soll also die Pendlerinnen und Pendler animieren, ihr Auto in der Parkgarage stehen zu lassen, die öffentlichen Verkehrsmittel weiterzufahren. Steht hier allerdings nicht, ob der Parkplatz von dem Auto dann auch integriert ist in der Karte, in den Kosten. Aber was es eben sein soll, man kann also dann auch die Citybikes verwenden. Wir haben ja in Wien ja auch ein Fahrradverleihsystem, was man mit einer im Augenblick noch, glaube ich, Ja. Bankomatkarte sich ausleihen kann. Das ist hauptsächlich deswegen, weil im Anfangsjahr, wo diese Citybikes gekommen sind, ich glaube 100% von den Citybikes sich in Luft aufgelöst haben. Na, die haben die Reise angetreten. Die sind also Richtung Osten gereist, so Aha, ja. ja, Ja, also in auf alle eigenen Fälle hat man dann also Transportern. auch ein Registriersystem eben eingeführt, wo man also dann quasi das Bike nur bekommt, wenn man eben mit sich eben registriert vorher namentlich und das auch zurückstellt. Erst dann ist man quasi kostenfrei unterwegs, ansonsten wird also das Vorarlberg wahrscheinlich auf die Karten verrechnet. Aber es soll also mit dieser Jahreskarte Plus dann auch möglich sein, weil wir gerade vor ein paar Minuten noch von den E-Tankstellen gesprochen haben, die zukünftigen in Wien noch zu errichtenden E-Tankstellen benutzen darf mit dieser Karte. Das heißt, ich kann dann die E-Tankstelle, die es noch nicht gibt, dann schon jetzt benutzen. Genau, Sehr ab interessant. 2015. Ah, Und 2015, ja, bis dahin werden wir ja vielleicht ein oder zwei noch vielleicht dazu doch kriegen. ein paar außerhalb Städten noch ein paar E-Tankstellen, vielleicht auch in Wien bekommen. Nein, aber es soll auch möglich sein, Carsharing-Angebote zu verwenden. Spielst du so ein bisschen mit den Pendlerinnen, die die Autos stehen lassen sollen, aber immerhin. Also es ist eine gute Methode, sage ich jetzt einmal, die Leute zu animieren, doch eine Jahreskarte zu kaufen, wenn man dann eben auch ein Citybike, eine E-Tankstelle und eventuell auch ein
Gut, Car2Go ist da, glaube ich, einer der größeren Anbieter auch in Wien, dass man die dann auch mit einer Karte quasi mitverwenden kann und nicht unbedingt immer so 5, 6, 7, 10 Plastikkarten mitschleppen muss, das wenn ist das alles in richtig, ja, eine das ist ja integriert ist. schwer. Auch eine Form. Naja, nicht schwer, sondern halt umfangreich. Nicht? Also, Richtig. wenn sich das Damit, überlegt, den mit. sagen, das sollte man, beauftrage dich hiermit zum offiziellen, ernenne dich hiermit zum offiziellen Beauftragten, der Kartenhalter. das beaufsichtigen darf, wie sich das weiterentwickelt. Ja. Das werden wir auf alle Fälle beobachten, Ja, eindeutig, ja. na, du bist ja da immer mit Elektromobilität, Elektrostrom.